Hallo meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen MeTime. Heute möchte ich euch noch schnell die Brigitte Box zeigen. Die kommen nämlich nur alle 2 Monate. Und wenn dich das interessiert, schnapp den Kaffee und Keks, wie auch immer. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns wieder. Brigitte noch Box noch nicht kennen. Das ist eine Abo-Beauty-Box. Die kommt alle 2 Monate und ab 29,95 Euro kannst du sie erwerben und sie versprechen einen Wert von mindestens 100 Euro. Jetzt muss ich gerade noch mal schnell nachschauen, was sie geschrieben haben. 8 Kosmetiklieblinge aus Beauty und Care, 2 ausgewählte Trendprodukte aus Food und Accessoires sind immer dabei. Wir haben auch mal eine Zeitung dabei. Und diesen Monat ist das Thema, also die Box Nummer 4, Wanderlust. Da bin ich schon richtig gespannt. Das ist auch ein schönes Farbthema in diesem Monat zu meiner Hochzeit, weil da hatten wir auch das Thema Grün. Und dementsprechend öffnen wir jetzt gemeinsam diese schöne Zeitung ist auch mit dabei. Und die Brigitte-Zeitung liebe ich total. Sie hat einen Wert von 3,80 Euro und sie ist so richtig schön typisch wie früher auch ein Schmuddeheft, habe ich immer gesagt, oder ein Schmökerheft. Gefällt mir richtig gut. Und das ist jetzt im Endeffekt die Box. Also sie ist ein bisschen größer wie alle anderen Beauty-Boxen. Und ich habe eigentlich, sage ich jetzt mal, noch keine schlechte Box gehabt. Da hinten steht mein Stabsauger, den sollte ich vielleicht mal wegnehmen. Aber ich bin schon richtig gespannt auf die Box und sie ist richtig schwer. Der erste Blick in die Box ist wie bei allen Abo-Boxen. Wir haben ein Seidenpapier, ein Schläfchen, ein Schleifchen und ein Kleben. Und ich freue mich richtig drauf, weil sie ist immer sehr gut gefüllt, das muss man so sagen. Es sind auch oft Sachen dabei, die halt du auch günstig nachkaufen kannst. Und was hier auch schön ist, wir haben ein Heftchen. Ich blende euch im Nachhinein alle Preise ein und ich finde das richtig toll. Endlich wieder ein Heftchen. Und was haben wir denn hier noch? Ein bisschen Werbung von Rossmann. Okay, Werbung brauchen wir jetzt nicht. Die tun wir jetzt mal beiseite. Es ist auch immer so ein Heft dabei, wo so Nachlasscodes drin sind, die unbedingt mal anschauen, auch jetzt kurz vor Weihnachten, also beziehungsweise kurz bevor die Adventskalenderzeit anfängt. Die kommen nämlich ab nächsten Monat schon wieder. Und das erste Produkt kenne ich tatsächlich schon von der Firma Schäbens, diese Chill Out Hanf Gel Eye Patches. Die sind super, aber du darfst dich nicht bewegen. Du musst sie auf die Couch packen, hinlegen und bloß nicht mehr bewegen. Finde ich aber richtig gut. Und zum Thema Wanderlust, was Grünes finde ich, passt das auch richtig gut. Das nächste Produkt ist von OS oder OYES, ein Ginger, also Ingwer Lip Balm. Von denen hatte ich mal einen roten, den fand ich sehr schön. Das werde ich jetzt einfach mal testen, finde ich jetzt passt gut in eine Sommerbox. Lippenbalsam habe ich tatsächlich gar nicht so viele, werde ich auf jeden Fall gerne testen. Und dann haben wir ein großes Produkt hier drin. Und zwar von Alterra Naturkosmetik, eine LE, eine Aquadusche. Momentan rieche ich nichts, deswegen lasse ich dieses zu. Finde ich aber sehr schön. Alterra bin ich jetzt nicht so ein Fan, aber die haben eine wunderbare Haarkur mit Granatapfel. Die kann ich euch echt empfehlen. Das finde ich jetzt, also sie ist zertifiziert, vegan und klimaneutral. Werde ich auf jeden Fall gerne probieren. Und Duschgels, muss ich sagen, waren in letzter Zeit eher weniger drin. Deswegen gefällt mir das eigentlich ganz gut. Das nächste Produkt ist zwar was für die Schönheit, aber für die Schönheit von innen. Und zwar von Spreewaldhof kleine Gürkchen. Das ist halt typisch für die Brigitte-Box. Hier ist halt auch mal was anderes drin. Stellt euch vor, ihr würdet die Glossy-Box öffnen und hättet Spreewaldgurken drin. Ich liebe Gürkchen, da könnt ihr mich totfuttern dran. Und finde ich auf jeden Fall ein tolles Produkt. Das nächste Produkt ist von Trilogy. Ein Öl aus Neuseeland. Genau, ein Gesichtsöl nach der Reinigung zur Massage für Gesicht und Dekolleté. Kenne ich tatsächlich nicht, die Firma. Und wenn das so ein kleines Fläschchen noch nur ist, wird es natürlich wahrscheinlich einen hohen Wert wieder haben. Jetzt schauen wir mal, wie die Flasche ausschaut.
Also richtig fancy, gefällt mir richtig gut. Ich liebe Gesichtsöle, nehme aber momentan tatsächlich nur noch von Biowohlen und von Skin Natur die Produkte und ich finde, meine Haut hat sich wirklich positiv verändert. Als nächstes haben wir eine Zahnpasta, Alpenfresh von Dr. Bauers. Ich habe letztens moniert, dass so wenig Zahnpasten drin sind, deswegen finde ich das richtig toll. Dr. Bauers habe ich auch noch nie gehört. Kenne ich überhaupt nicht. Kennt ihr Dr. Bauers? Alpenfrisch wird eine scharfe, genau, Classic Strong Mint. Werde ich gerne probieren. Passt für mich optisch total in die Box. Also auf jeden Fall voll meins. Das nächste Produkt ist, brauche ich zwar momentan nicht, nehme ich aber tatsächlich sehr gerne. Vom Parsa haben wir wieder ein Produkt. Da haben wir schon mal eine Creme, eine Pinzette und eine Schere gehabt. Die mag ich auch sehr gerne. Ich finde die sehr qualitativ hochwertig. Die funktionieren bei mir gut und sind vor allen Dingen auch scharf. Das Produkt von Firma Shavens, ein Sofortspray mit Echinacea, Kurkuma, Ingwer und Zitrus. Sowas hätte ich in den letzten 2 Wochen gebrauchen können, wo ich so krank war. Und sowas werde ich auch mal probieren. Ich finde Nahrungsergänzungsmittel bin ich zwar kein Fan von, aber wenn es so Immungeschichten, ja, das werde ich auf jeden Fall mal probieren. Reicht bis zu 25 Anwendungen, Vitamin D, B12 und Selen. Testen wir mal, vielleicht bringt es ja was. Ab und zu kaufe ich tatsächlich solche Sachen im Laden auch. Nächster ist ein Hyaluronkonzentrat von der Firma Jungglück, 50 ml. Jungglück ist auch eine sehr hochpreisige Firma, aber sehr gut. Da habe ich noch nie was Schlechtes gehört und das Packaging, ich meine, die haben auch so einen ganz tollen Weihnachtskalender. Das ist ein ganz dickes, muss ich mal schauen, weil bei Hyaluron ist immer diese Konzentrat, also wie prozentual hoch das ist. Jetzt steht es da natürlich wahrscheinlich nicht drauf. Ist aus München. Das steht drauf. Auf jeden Fall ist es so, je höher die Prozentzahl von diesem Hyaluron wohl ist, desto besser ist es wohl. Es ist sehr dickflüssig. Ich habe momentan aber eins von Avon auf, was zwar alle geht demnächst, wo ich auch sehr zufrieden bin, aber das werde ich auf jeden Fall sehr gern testen. Ich denke, dass das auch das Highlight-Produkt der Box ist. Dann haben wir noch 2 Sachen drin und zwar von QMS ein Tag und Nacht G-Creme. Okay, eine Tag und Nacht G-Creme ist auch nur 6 Monate haltbar, made in Germany. Wenn ich hierzu Informationen habe, werde ich euch das wieder unten einblenden. Ich denke mal, das ist so eine Gesichtscreme. Aber 15 ml finde ich gut für, als Größe zum Probieren. Das Packaging würde mich total ansprechen. Ich mag so kleine Geschichten. Also das ist auch ein Produkt, was mir sehr gut gefällt. Und das letzte Produkt ist ein Glykolsäure-Peeling-Konzentrat mit 6% AHA von Isana. Kenne ich auch noch nicht. Bei Isana kaufe ich tatsächlich solche Sachen eher nie. Und es regt die Hauterneuerung an und vergrößerte Poren zu verfeinern mit Aloe und Grapefruchtextrakt. Ja, Glättung der Haut bis zu 4 Wochen. Testen wir und dann werde ich auch dazu meinen Senf wieder zugeben. Was sage ich zu der Box? Ich finde sie richtig toll. Kein Produkt dabei, wo ich sage, das gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt schauen wir nochmal schnell in das Heftchen. Wie gesagt, die Preise blende ich euch ein, weil dann braucht ihr da nicht warten. Den einen oder anderen interessiert das jetzt auch nicht so sehr. Ein Ausblick auf die nächste Box ist auch nicht dabei, aber ich finde die Box richtig toll und werde die Sachen echt gerne verwenden. Wir haben heute ein Sommerfest bei uns, das heißt die Gurken kommen gleich zum Einsatz und werden weggeschnurpselt. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Morgen kommt die Auslosung von den ganzen 3 Gewinnspielen. Also seid dabei, schaut gerne zu, ob ihr gewonnen habt und dann sehen wir uns einfach zu einem nächsten Video, zu einer nächsten MeTime wieder. Ich freue mich darauf, bleibt mal schön gesund, alles Liebe, eure Heidi.